Wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Tja, hallo. Hallo. Lang ist her. Lang ist her. Genau. Also es ist eine lange Zeit vergangen, seitdem der Manu und ich das letzte Video zusammen. Es ist aber auch sehr lange her, dass ich mal ein Video gemacht habe. Ja. Und auch heute würde ich keins machen, aufgrund der Nase. Ja, aber wir haben ja hier Qualitätscontent zu verbreiten. Und entsprechend schreibt unser Azubi genau in dem Moment. Ist zum Kotzen, ne? Es war tatsächlich, ja. Was weiß ich, weil es hat ja doppelt gebimmelt. Ja, ja. Ja, wir haben heute etwas im Glas, was seinen Weg nach Deutschland nicht finden wird. Ist richtig, was mich aber im ersten Video, weil ich habe zu The Cairns schon mal ein Video gemacht und es hat mich die 12-jährige Abfüllung schon so wahnsinnig begeistert und diese Destille und die Leute da und einfach alles, dass ich Stefan genervt habe und gesagt habe, wenn du das nächste Mal in Schottland bist, bring mir die nächste Flasche mit. Genau. Um euch abzuholen, die Kerndestillerie ist Schottlands oder beziehungsweise die jüngste Destille der schottischen Speyside, gehört der Firma Gordon & MacPhail. Mit einem Investitionsvolumen von 24 bis 28 Millionen Pfund hat man dort eine Hightech-Destille hingestellt. Und Hightech im besten Sinne des Wortes, denn man hat sich gar keine Mühe gegeben zu sagen, wir haben hier 1000 Jahre Tradition oder sowas, sondern man hat gesagt, hey, wir sind eine neue Destille, wir stehen dazu. Aber eine Destille mit Mordsambitionen. Man plant den ersten Single Malt Whisky aus der Destille als 12-Jährigen zu bringen und man plant bis zu einem 70-Jährigen. Der 12-Jährige ist dann 2034. 30, ne? Genau, der 12-Jährige 2034 und der 70-Jährige 2094. 93 oder 94. Ja, wenn 34, dann 94. Nee, 34 sind ja 12 Jahre und 70 Jahre sind 2 Jahre, 2 weniger. Also 92, 93. 22 plus 12 sind 34. Ja. 22 plus 70 sind 92. Ja, okay, also 92, ja, 93. Okay, wird. Egal wie. Früher war Dave da, der Führer in der Destille, und er hat mir bei jedem Besuch gesagt, ja, wenn du den 70-Jährigen erlebst, dann bekommst du eine Flasche davon. Mittlerweile hat man Dave ausgetauscht. Ich glaube, er hat es zu vielen Leuten versprochen. Und vielleicht werden wir so alt und können dann den 70-Jährigen doch mal noch genießen. Dave war dann doch der Ältere, ne? Dave war der Ältere, okay. Genau. Ja, also die haben jetzt ein ganz liebevolles Team. Sie haben eine wunderschöne kleine Gastro in der Kerndestillerie, die jetzt eröffnet hat. Ganz liebevoll, sehr, sehr lecker eingerichtet. Oh. Wenn du zum Eingang reinkommst, läufst du auf den Shop zu und dann links hinter und geradezu durch, da ist diese Gastronomie. Ist das nicht da, wo du normalerweise aus der Führung rauskommst? Ja, das ist unten, du kommst aus der Führung raus und unten in dem Bereich, also ganz oben ist der Tastingraum in der dritten Etage und ganz unten im Erdgeschoss, diese Glasfront, da wird es was geben. Wollen wir es ploppen hören? Ja. So, was haben wir jetzt trotzdem aus der Destille? Das muss man vielleicht nochmal sagen. Die Kerndestillerie aus der Destille nichts. Die Kerndestillerie stellt aber für Gordon MacPhail Premium Blends her, sogenannte Blended Malts, die also nur aus Single Malt Whiskys gemacht werden. Und einer davon ist jetzt der neue 14-Jährige. Und falls ihr euch wundert, hier auf dem Etikett ist CAN für Cairn und dann stehen da 57 Degrees. Diese 57 Grad, die kennt ihr vielleicht noch von 57 Grad Nord von Talisker. Ja. Der Master Distiller von Talisker ist zur Cairn Distillerie gegangen und deshalb hat man das übernommen. Ah, ja. Man ist nämlich auf dem 57. Breitengrad. Hatte dir das aber übrigens vorhin hingelegt, weil Stefan bringt mir nicht irgendwelche mit, sondern Stefan bringt mir die Sonderabfüllungen mit. Genau, das heißt von diesen... Die dann immer zu Ehren der Berge um die Cairns Distillerie rum zu Ehren dessen kreiert werden. Ja. Glaube ich. Genau. Und bis wir
den ersten Single Malt bekommen aus der Destille, wird es 12 Steps geben. Das ist jetzt, wie gesagt, Step 2. Ja. Und angelehnt an den Berg der Carnarvon. Carnarvon, der Carnarvon ist 458 Meter hoch. Deswegen gibt es und auch 458 Flaschen dieses Whiskys. Genau. Immer so hoch wie der Berg ist, so viele Flaschen gibt es. Genau. Ja, und es sind alles Berge, die man von der Destille aus sieht, weil wir sind im wunderschönen Nationalpark der Cairngorms. Neben Crantown und Spey, auf der Straße Richtung Aviemore. Also wer mal von Crantown und Spey Richtung Aviemore fährt, der kommt unwillkürlich an der Cairn Distillery vorbei. Sie ist direkt an den Ufern der Spey gelegen. Und ein Besuch lohnt sich. Und ein Besuch lohnt sich. Wunderschöne Distille, ganz, ganz liebevolle Leute. Geile Aussicht in dem Besucherzentrum, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen oben im Tastingraum. Aber ich glaube, da hatte ich in meinem ersten Video schon mal Bilder davon eingeblendet. Das kann sein. Gucke ich dann gleich mal nach. Und verlinke euch dann im Zweifelsfall oben das Video vom ersten Whisky oder blende euch Bilder aus diesem Tastingraum ein. Also er ist schon mal klasse, ne? Wir haben 43 Volumenprozent, wir haben keinen Farbstoff, wir haben keine Kühlfiltration. Wir haben wunderschöne Fenster im Gläschen. Wir haben wunderschöne Fenster im Gläschen und wir können wir was zu den zur Zusammensetzung sagen, können Nein. wir nicht. Da haben sie ja schon mal gesagt, da ist ja stillschweigen. Ja gut, aber bei den Standards sagen sie ja zumindest, wie hoch der Sherryfass-Einfluss ist und wie hoch der Birnenfass-Einfluss. Das sind sie hier nicht. Also hier ist nichts drauf. So, eigentlich ist der 14-Jährige der Peated. Ja, wobei Rauch habe ich jetzt nicht wirklich. Aber das haben sie uns bei der Führung damals gesagt, wie wir dort waren, dass in dem 14-Jährigen Peated wohl ein Anteil Benromachen drin ist. Naja, ja, kann ich mich dran erinnern. Und damit hätten wir ja einen sehr leichten Rauch, also so ein, eher so ein Heiderauch, ja. Dann könnte ich da mitgehen. Aber ansonsten Karamell. Karamell, Karamell, Karamell. Also zumindest sehr, bei meiner verstopften Nase. Sehr, sehr süß, ja. Kein stechender Alkohol. Gar nicht. Gut, 43 Volumenprozent ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also er zieht schon wahnsinnig, ich weiß nicht, ob man es in der Handykamera sieht, aber er zieht schon echt schöne Näschen. Ne? Man muss ja sagen, der jüngste Bestandteil sind 14 Jahre. Es kann ja durchaus was wesentlich Älteres mit drin sein. So ein Benromach, 50 oder so. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht einen richtig alten Glen Grant mit reingehauen haben, weil Gordon McPhail hat jede Menge Glen Grant Gläser. Ja, Gläser? Fässer. Ich gucke jetzt auf Gläser. Weiß ich nicht. Gläser haben die bestimmt da genug. Ja, alle mal. Auf jeden Fall wunderschöne Nase. Ich muss auch sagen, für so einen sonnigen Herbsttag, wie wir ihn heute haben. Ja, wollen wir mal hier. Du meinst mal nach 8 Minuten beißen? Schlampe war. Slanche war. So, jetzt machen wir mal. Da kommt dann der rauchige Anteil aber doch schon durch, ne? Uiuiui. Da kommt vor allen Dingen verdammt viel Holz. Ja. Oh, sau. Also so bitter hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt. So holzbitter. Das sagt dir die Nase nicht. Im Leben nicht. Also diese Bitterkeit ist ja eigentlich genau das, was ich mag. Ja. Da finde ich jetzt schade, dass ich mir keinen mitgebracht habe. Muss ich jetzt mal sagen, weil... Ist ja nicht schlimm. Du bist wann wieder dort? Im März? Ja. Holla, die Waldfee hat ja Bitterstoffe. Dabei ist er aber ganz anschmiegsam. Also der hat Ecken und Kanten. Ne? Also hier denkst du bei 43 Volumenprozent, ja, smooth, einfach. Und vor allen Dingen das Interessante ist, der klassische 12er, der 18er, der 25-Jährige... Die sind auch wirklich sehr sanft, sehr weich, sehr rund. Mhm. Manchen auch zu rund. Ich habe das mit Gästen gehabt, dass die Gästen gesagt haben, ja, lecker, aber halt zu rund. Für die breite Masse gedacht. Für die breite Masse. Ja.
Das ist der jetzt hier gar nicht. Also aber der zweite Schluck ist auch nicht mehr so kantig. Der ist tatsächlich eckig und kantig. Der zweite Schluck wird wachsiger. Der wird cremiger. Ich finde, du hast diese Bitterkeit trotzdem noch in den Backentaschen. Und mit dem zweiten Schluck assoziiere ich wesentlich mehr Alter. Weil du hast diese Bitterstoffe da. Die sind auch wirklich an der Grenze des... an der Grenze des, was man machen sollte. Aber er hat jetzt so ein bisschen... Also hinter dem Holz so ein bisschen kandierten Ingwer, also dieser Ingwer mit der mit Honig kandiert ist, dieser. Ich habe gerade versucht, im Kopf zusammenzukriegen, worauf du hinaus willst, aber ja, kandierter Ingwer, du hast die Süße, du hast die Schärfe. Mhm. Ja. Also ich finde ihn hochgradig geil, aber ich muss ganz klar sagen, für den brauche ich Zeit. Also das wäre jetzt wirklich einer, da trinkst du am Abend nicht 3, 4, 5 Stück. Da hältst du dich an so einem Gläschen fest. Dem kannst du aber auch schön Zeit geben. Du findest auch bei jedem Schluck, finde ich, jetzt was Neues. Also ich bin momentan sehr viel am Tee trinken und habe da jetzt trotzdem irgendwie die Assoziation, so zu sagen, so ein English Breakfast. Ja, der hat was davon. Ja, ne? Mhm. Step 2. Ja, das Schöne ist, wenn du im März hinfährst, gibt es ja Step 3, ne? Sollte zumindest so sein. Sollte so sein. Wobei, eigentlich hätte es den jetzt schon geben müssen, weil 1 und 2 gab es schon bei unserem Besuch im... Es gab noch keinen Step 3. Wann waren wir dort? Mai. Mhm. Dann gab es da den Step 2 schon. Oh, aber ganz ehrlich... Ich weiß, warum ich schon den 12er hüte wie meinen Augapfel, weil aus dem fehlt auch kaum mehr als aus dem jetzt. Also ich finde, die haben was. Mhm. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass wir aus dieser Destille, beziehungsweise dass wir, wenn der Single Malt mal da ist, dass wir wirklich so ein Tasting machen können, die Blends gegen die Malts oder sowas. Und du musst ja sagen, es ist ja so gedacht, dass sie tatsächlich ihre aktuellen Blends daran anlehnen, wie ihre Malts eigentlich mal schmecken mal sollten. Werden sollen. Ja, genau. Na? Also wahnsinnig spannend für mich. Ich mag die Destille, ich mag die Leute da, auch wenn ich nur 2, 3 Leute gesehen habe. Aber die waren wahnsinnig herzlich. Ich finde das Moderne, was halt eigentlich dir überhaupt nicht den Eindruck einer Destille gibt, finde ich wahnsinnig geil. Also ich finde es gut, dass die Destille dir nicht vorgaukelt, was weiß ich, 200 Jahre alt zu sein oder an dieser Stelle haben hier die Pikten schon, weiß ich nicht, irgendwelche Biere gebraut und danach wurde hier, ne, weißt du, also sag mal, es gibt ja viele, die saugen sich Geschichten aus. Also ich kenne ja mittlerweile Distillen, die sind auf ihrer Website noch älter als auf ihrer Flasche und so. Also ist ja so, ne, wenn die es markieren. Also, aber das ist eine Distille 2020 auf höchstem Niveau, auf höchstem Standard. Neu, was neu geht, finde ich mega, dass er eben genau und dass gerade so eine Firma wie Gordon MacPhail genau diesen Schritt geht. Ja, aber ich meine, gut, Gordon MacPhail hat eine historische Distille mit Ben Omach und Gordon MacPhail hat halt eine moderne Distille mit Karm. Und ich meine, klar, diese Distille ist schon geplant worden, von vornherein waren da Besucher mit eingeplant. Das heißt, man hat von vornherein gesagt, okay, Besucherzentrum integrieren. Man muss aber auch dazu sagen, dass derzeit gar nicht so viele Besucher da sind. Das ist richtig. Also derzeit bleiben die Besucher eher aus und man muss aber dazu sagen, wer so ein Fläschchen möchte oder eines der anderen, es gibt sie nur vor Ort. Du musst in die Distille fahren. Ja. Ja, das ist richtig. Es ist nie angedacht gewesen, dass die irgendwie in den Verkauf oder in den Markt gehen, sondern es gibt sie nur dort vor Ort in der Distille zu kaufen. Und man muss auch sagen, die Preise sind moderat, nicht übertrieben. Ja, auch das, das stimmt. Ja. In diesem Sinne? Ich weiß jetzt zwar nicht, was der gekostet hat. Ich glaube 69 Pfund. Das ist möglich. Oder 80 Pfund. Nee, 80 Pfund war er auf keinen Fall.
Mach auf keinen Fall. Okay. Naja, aber in diesem Sinne, ich hoffe, wir kriegen nächste Woche das zweite Vater-Sohn-Duell. Ich hoffe, die zwei sind mal so schnell. Genau. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch nochmal so einen kleinen Push bekommen mit unseren Eigenabfüllungen, dass die Leute vielleicht draußen sagen, hey, gucke ich mir mal an, probiere ich mal, weil wir haben zwei extrem geile Ambrosia-Abfüllungen und wir möchten gerne mit diesen Abfüllungen fortsetzen. Die müssen nicht unter Murray McDavid kommen, die können auch über jeden anderen freien Abfüller kommen. Richtig. Oder über eine andere Distille. Uns haben sie begeistert und wir hoffen, dass wir euch noch mehr davon in Zukunft anbieten können. Ja. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.